Jo Leute, willkommen zurück bei Tomb Raider Definitive Edition. Beim letzten Mal hatten wir hier aufgehört, Leute. Ja, wir gehen jetzt zu Dr. Whitman und gucken mal, was der zu sagen hat. Und was der hier gefunden hat, ne? Aber erstmal müsste noch hier was sein, ne? Doch nicht? Okay, schade. So, gehen wir mal dann zu dem. Faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Wie scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Ja. Die Axt wieder hinkriegen. Ja, jetzt bekommen wir einen anderen Axt, ne? Erstmal haben wir noch hier was. Schatz, bitte, denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen. Versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Bitte. Oh Mann, was für ein Typ, ne? Das war Dr. Whitmans Tagebuch. Oh Mann, der Typ, ne? Ich würde den jetzt eigentlich erschießen, ne? Geht aber nicht. Ich schwöre. Der Amaterasu. So. Bergungsgut. Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen im Ausrüstungsmenü zu verbessern. So, das werden wir jetzt verbessern, Leute. Haben wir jetzt auch. Und das heißt jetzt immer noch Stemmachs. So, aber was mit Klamotten oder sonstig was? Ja, endlich. Da haben wir es, ne? Wir können das jetzt verbessern. Aber wartet mal. Zu dem Outfit, Leute. Wir holen uns natürlich ein anderes Outfit. So, wir ziehen uns die Jäger-Outfit an, aber... Also, wir werden alle Outfits anziehen, Leute. Bis ich zu dem Meisterschützen komme. So, wir ziehen den jetzt an. Den Jäger-Outfit. So. Aber... Ja, ich schau mal richtig nach, Leute, bevor ich dann weitermache. Hier können wir... Oh Gott, ich habe einfach gedrückt. Naja, egal. Hier können wir unser Bogen verbessern, aber ich krieg doch viel bessere Bögen, ne? Deswegen habe ich jetzt gerade einen Scheiße gebaut. Aber egal. Egal. Ich werde noch viel Bergungsgut noch finden, deswegen. Von daher. So, jetzt kriegen wir das auf. Und wir sehen jetzt auch anders aus, ne? Wir sind jetzt mehr dreckig, so. Ich hoffe, ich habe das jetzt ausgewählt, ne? Habe ich das wirklich ausgewählt? Leute, wartet mal. Ja, wir haben noch Bergungsgut, das ist gut. Ah, wir haben jetzt ja gerade bekommen. So, erstmal schauen. Ja, Jäger-Outfit. Ja. Hab doch gesagt, wir ziehen alle Outfits an.
Wir fangen mit den Jäger-Outfits natürlich an. So, ich gehe mal erstmal zurück, natürlich. Da war noch so eine Kiste. So eine dicke, fette Kiste. Oh Mann, haut wirklich ab, ey. Ich hab gar keinen Bock auf euch. Kämpft gegen euch später. Gott, hier war das nicht, ne? Ey, die kommen mir wirklich hinterher. Geht mal weg, ey. Jo, ich gehe auf voll die falsche Richtung, ne? Ja komm, ich töte die jetzt. Ja, jetzt habe ich nichts zu sehen. Den habe ich. Ja, die haben genervt. So, wo lang jetzt? Da oben war das, genau. So, das nehmen wir natürlich mit. Boah, ich bin ein Idiot, ne? Ich habe das einfach verbessert. Weil Leute, wir bekommen auf jeden Fall viel bessere Bögen. Und ich will den jetzt nicht verbessern. Eigentlich habe ich aber schon jetzt gemacht, ne? Aus Versehen habe ich geklickt. Egal. So. Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass die jetzt immer auftauchen, ja. Jo, wir haben Waffenverbesserung bekommen, ne? Soll ich mal kurz nachschauen? Aber ja, ich hab aber nichts verbessern, ne? So, das brauchen wir auf jeden Fall. Oh, wir haben voll Pfeile. Mehr habe ich nicht bekommen. Boah, ich Idiot, hab das einfach verbessert, ey. Egal. Kann mal passieren, ne? Soll's losgehen? Ja, es kann loslegen. Dann leg los. Losgehen kann das. Abbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Komm schon, Lara. Husch, husch, auf die Füße. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Unglaublich! Es ist Himiko! Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Versteht? Nein! Ich kläre das! Nein! Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Ja, wir wurden gefangen. Nein, ne Pistolet. Idi. Ja, es ist lustig, aber kein Untertitel, oder was? Boah, ich hasse sowas. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Hilfe! Lara! Ich muss was bucheit, Maschi! Tut ihm nichts! Bitte! Тихо! Я сказал! А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру! Lass sie gehen! Los, lauf! Nein! Окружите! Окружите! Ах ты, Scheiße! Только попробуй рыбнуться!
Ja, wir verstehen das leider nicht, Leute. Obwohl ich da Untertitel anhab, ne? Ja, keine Ahnung. Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Wir müssen aufpassen. Nicht, dass er uns entdeckt. Wir sind schon komisch, ne? Obwohl die wissen, dass wir da sind, ne? Yo. Jetzt sehen wir, wie die stirbt, ne? Das ist unser erster Tod. So, ich glaube, da werden wir schon mehrmals sterben. Ich muss aber aufpassen. Wo ist der schon weg, der Typ? Ja, die suchen nach uns. Da rein müssen wir leider. Die meisten werden wir töten müssen. Schade. Ja, okay. Ja, wir dürfen nicht erwischt werden wie vorhin. Ich habe nur das getestet, Leute. Spaß. Ich wurde wirklich erwischt. Da rein müssen wir leider. Ja, du meinst, спрячешься, Kukla. От меня не уйдет. Эй, ты! Scheiße, der hat uns entdeckt. Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех сюда. Anna Torsche will apparatisch schlecht hier. Alter! Die Pistole! Alter, voll auf die Eier! Hä? Was war das jetzt? Das meine ich, Leute. Hier habe ich immer die Probleme. So können wir das nicht abkürzen. Manchmal geht das ja, ne? Ne, wir müssen das uns angucken wieder. Ja, Leute, da sterbe ich immer. Obwohl ich gedrückt habe, ne? Aber das hilft nicht. Guck mal, was die jetzt macht. Alter, mit dem Ohr abgerissen. Aber wir haben die Pistole, ne? Wir haben den eigentlich erschossen, ne? Komisch. Kopf weg, Auge weg. Heftig, ey. Yo. Die hat ihre Panikattacken. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie jemanden getötet hat, glaube ich. Deswegen ist sie auch so empfindlich, Leute. Aber wir müssten, ne? Damit wir überleben. So. Halbautomatische Pistole haben wir endlich. Aber wir haben keine Munition, ne? Und da ist der ist tot. So, ich darf mich nicht erwischen lassen. Das geht natürlich nicht auf. Türen. Aber ich freue mich, dass wir endlich die Pistole haben, ne? Munition! Alter! Da ist noch eine!
Sie ist dahinter. Ist sie tot? Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Alter. Da sind doch keine mehr, ne? Ich hab die alle umgebracht. So, plündern. Wie viel haben wir? 43 Schüsse. So, nichts vergessen hier. So, dann geht's weiter, ne? Vielleicht haben wir 50 Schüsse. Ja, ich will aber schießen, Lara. Warte, wie geht das nochmal? Ah, so geht das, genau. Ich will schießen, lieber Leute. Bomben auf Schießen. Oh mein, Geräuschekill. Da war noch keiner mehr, ne? Wir müssen aufpassen. So, plündern. Ja, ich hab voll. Mal sehen, was er dabei hat. Geldbörse, kaputtes Handy. Immer dasselbe. Was war's denn? Wieder ein Tanker? Nein, sah eher aus wie ein Forschungsschiff. Das heißt gutes Material. Wir werden's bald wissen. Eine Crew schleppt es gerade rein. Alter. Oh, da kommt der Typ. Alles in Ordnung? Der ist tot. Da kommt keiner mehr, ne? Ja, der Bogen ist schon geil, aber ich mag lieber die Pistole, Leute. So, sonst haben wir nichts vergessen hier, ne? Hallo Lara, was machst du wieder? Jo, wir müssen nach oben. Die Pistole ist froh. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Die bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Ja. Du musst die anderen warnen, Ross. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Es war wirklich sehr leicht. Bei manchen natürlich. Was haben wir hier? Da haben wir nichts, aber hier muss was sein. Ja. Das ist auch richtig arschdunkel, ne? Man sieht gar nichts. Der, Karte. Hallo, mach doch, Lara. Yo. Habe ich alles mitgenommen? Warum ist das so langsam? War das früher auch so langsam? Die Maus, meine ich, Leute. So, wir nehmen natürlich alles mit, ne? So, wir haben immer kein Feuer, toll. Ich guck mal, richtig. Ja, ich muss mal irgendwann wieder hinkommen, leider. Weil wir brauchen Berge uns gut, Leute. Damit wir unsere Waffen verbessern können. Ich habe ja schon einmal das Bogen verbessert, ne? Den Bogen.
Oh, wir haben das auch voll. So, wir können ja jetzt gucken, wo das ist. Da oben ist das. Aber was haben wir denn hier? Hier müsste auch noch was sein. Geocaches, 1 von 2. Da haben wir ein Lager. Ein Lagerfeuer. So, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. So, das war ihr Tagebuch. Weiter geht's. Wir können jetzt schnell reisen, Leute. Das ist das Geilste hier in diesem Spiel. Das werde ich auch noch machen, aber da haben wir noch was, ne? Hallo, Lara. Ja. Tagebuch. 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Ja, das war der Tagebuch von Matthias. Der Typ, der mit Sam geredet hat. Ablenkung. Wenn ich jetzt schießen würde, dann würden jetzt voll viele Gegner kommen. Ich kann das nicht. Heute Abend wissen wir nie. Es war ein guter Tag. Wladimir hat den Befehl. Was erwartest du? Er tötet gern. Und ich auch. Oh oh, das war meine Schuld. Egal, wir können jetzt mal sehen, was passiert, ne? Das packst du nicht, Outsider. Wir haben dich umstellt. Oh, ja. Greifen wir an. Nein. Das ist zu viel. Ist sie noch hier? Nein, Bruder. Ich werde dich finden. Was war das gerade, ne? Das war Instinkt, Leute, deswegen wundert euch nicht, warum das die ganze Zeit am Instinkt war. Boah, ich konnte wieder nicht reden, ne? Manchmal habe ich das. Egal, jetzt haben wir das auch gesehen, dass der die Leute ruft. Das hatte ich auch noch nie, Leute. Das hatte ich auch wirklich noch nie, dass jemand die Leute ruft. Eigentlich bin ich immer hier vorsichtig. Aber diesmal wollte ich mal gucken, was hier passiert dann, ne? So, wir nehmen den Bogen wieder. Was haben wir denn hier?
Wofür ist das hier? Vielleicht wegen Gegnern, ne? Hier können wir noch nicht rein. Aber hier ist was. Bergungsgut. So, da unten war noch was, ne? Ja. Jo, habe ich voll? Ja, 50 Schuss. Wie schnell haben wir voll? Obwohl ich geschossen habe, ne? Hier haben wir noch das Geocache. Zeit von 2. Jetzt haben wir beide. So, ich beeil mich mal, ey, damit wir noch was sehen können. Ja, lautloser Kill kommt der jetzt. So, auf jeden Fall plündern. So, jetzt müssen wir, ne? Oder können wir immer noch lautlos? Komm, wir ballern. Da ist sie. Ich hab den halt nicht getroffen. So dumm, ey. Ne, Leute? Yo, jetzt brennt jetzt hier. Da ist noch jemand, ne? Der ist aber schon. Brenn! So, plündern. Den anderen plündern wir auch. Dort haben wir alles hier mitgenommen, ne? So, dich plündern ist auch noch. Und dann Seilrutschen. Hier haben wir noch was. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unsere Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Ja, das war Nikolais Tagebuch. Die denken, Matthias ist wirklich... Ja, ein... keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht übertreiben. Also auf jeden Fall folgen die denen. Die wollen denen auch Ewigkeit folgen. So, das nehme ich noch mit und dann beenden wir den Part jetzt gleich, Leute. Weil so lange will ich den jetzt auch nicht mehr machen, ne? So, da oben haben wir noch was, ne? Das hol ich mir auch dann auch. Wollen wir uns das auch, Leute?
So. Ein Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Haben wir mitgenommen. Habe ich was vergessen? Ja, wir haben was vergessen. Hier haben wir was vergessen. Von wo muss ich jetzt rein? Ach, so ist richtig. Ein Gunbai. Samurai haben damit in der Schlacht ihren Soldaten Befehle erteilt. Ziemlich stabil. Vermutlich aus gebeizter Zypresse. So, hoffentlich habe ich sonst nichts hier vergessen. Ja, wir haben alles mitgenommen, ne? Jetzt müssen wir nur noch dahin, wo wir gerade waren. Ja, dann beende ich den Part jetzt gleich, ne? Hier waren wir, genau. So, Leute, das war's dann mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder. Abonnieren und Like nicht vergessen, wenn es wieder heißt Tomb Raider Definitive Edition. Ciao, Leute.